Hallo, hier ist euer Alex mit einem kurzen Video, wie man bei einem Asus R103 Notebook, wie man das zerlegt. Hier, Asus R103B haben wir jetzt hier. Und ich zeige euch, wie man das zerlegt. Umdrehen, dann diese drei Schrauben hier entfernen. Remove this three screws. One, two, three. 1, 2, 3. Dann entferne diese beiden Gummipuffer hier. Und hier sind weitere Schrauben. Die Screws are longer. Die sind etwas länger. Ihr seht hier. Die Screws are smaller. So, und hier ist eine weitere Schraube unter diesem Sticker. Here's another screw under this sticker. So, hier on this side. So, jetzt. Ja. Und jetzt. Am besten eine Kreditkarte, und ich habe es hier jetzt schon mal gemacht. Hier irgendwo öffnen, mit der Kreditkarte reinfahren. Hier ein bisschen öffnen hier und dann hier, mal gucken. Ja, genau. Hier dann mit der Kreditkarte reinfahren und ringsrum dieses Ding. Öffnen. Und hinten auch. So. Na. So. Und nun kann man vorsichtig, be very careful. Nun, voilà, kann man hier zum einen, hier, you can remove this cable. Hier hat man den Fan. Ich entferne jetzt hier mal dieses Kabel hier. Open this. So. Das ist jetzt das Keyboard. Model number. You can see it here. That's for the German layout. So, und dann haben wir hier die Batterie. Batteriepack heißt hier A31N1310. Ich zeige das jetzt hier mal an die Kamera. Das ist das Batteriepack hier. Typnummer A31N1311, und man sieht jetzt hier schon ganz gut, man kann jetzt hier diese vier Schrauben lösen, und dann könnte man hier eine normale Festplatte bis, ja, 9 mm müsste das gehen, am besten eine 7 mm Festplatte nutzen, könnte man die tauschen. Wie man auch sieht, hier ist jetzt das, der Speicher ist hier aufgelötet entsprechend. Das heißt, hier hat man das große Mainboard. Hier hat man noch einen zweiten Bereich für dieses USB-Port-Board. Mal gucken, ob man das auch erkennt hier. Das ist die USB. Falls man da mal dieses ganze Ding tauschen muss, findet man das jetzt hier. Ja, und könnte das dann tauschen. Ansonsten, Batterie könnte man jetzt hier mit einer Schraube lösen. Mache ich jetzt mal hier. Ja, dann könnte man jetzt hier diesen. Na? Ach ja, Freunde. So. Jetzt könnte man diesen Batterie-Akkupack rausnehmen und entsprechend austauschen.
Und ja, ich denke, das ist alles Wichtige, was es zu diesem Modell zu sagen gibt. Ich zeige euch jetzt nochmal auf vielfachen Wunsch, wie man, zoomen wir ein bisschen ran, wie man hier entsprechend diese Kabel wieder reinsetzt. Wenn man jetzt also hier diese Kabel hat, dann kann man die gucken, wenn man das sieht, kann man hier diese Dinger hier öffnen, hier so 1, 2, so. Dann kann man die Kabel vorsichtig, na, reinschieben, so. So. Und dann 1, 2, 1, 2. Und das gleiche mit dem, das andere Kabel ist hier nur mit einem, man kann es jetzt hier sehen, Flap. Man hier dann einfach rein tun. So und klapp. Perfekt. Nun ist es soweit fest. Wir können wieder rauszoomen und ich denke, damit ist alles gesagt. Alles wieder zusammenbauen. Alle Schrauben kontrollieren, ob alles passt. Hier ist das Display-Kabel, that's the Display-Cable. Alles zusammenbauen wieder und Deckel drauf und dann passt das Ganze. Bei Fragen bin ich da, ansonsten bis bald, euer Alex.